Hey Leute, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von Nioh 2 dabei seid. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich jetzt in der Zwischenzeit wieder ein bisschen hier vorgearbeitet, bin aber da auch nochmal gestorben. Ich warte jetzt, bis diese Kugel hier weggerollt ist. Dann werde ich mich mal hier wieder reinbewegen. Hier unten bin ich nämlich gestorben. Sind hier ein paar Garkis. Und so. Und ein Dark Room da vorne. Da läuft wieder irgend so ein einäugiger Typ hier rum. Ich versuche den jetzt nochmal. Oder ich versuche den jetzt nicht. Ich würde ganz gerne nämlich hier jetzt ein bisschen weiterkommen. Vielleicht gehen wir dann nochmal hier zurück. So, und dann da oben läuft nämlich hier noch so ein Schwertkämpfer rum. Den würde ich hier gerne runterlocken. Nicht, dass der mir hier irgendwo in die Quere kommt. Wo ist er denn? Kannst du mal hier bitte... Ah. Ach, Mist. Okay. Kann ich dich so hier... Ah, Mann! Kann der hier runter? Anscheinend nicht. Ah, super. Okay, dann gehen wir halt hier mal weiter. Oh Gott, doch, er kommt hier runter. Aber Gott sei Dank sind wir hier etwas verborgen vor den Blicken dieser rollenden Feuerkugeln. Ah. Oh Gott. Ich habe nämlich festgestellt, die geht mal am besten aus dem Weg. Oh shit. Ich gehe hier runter. Auch wenn ich hier Fallschaden nehme. Oh nein! Oh Gott. Also ich glaube, wenn man die auf der Seite mit diesen gelben Kristallen trifft, dann geht's eigentlich. So. Ah, da ist eine... Ups! What? Oh, das darf aber wohl nicht wahr sein. Da war eine Leiter, Leute. Ich wollte gerne... Wow! Himmel, ich hätte ihn... Oh mein Gott! So. Gottes Willen, was ist das hier für eine Gegend? War ich hier nicht schon mal? So. Heilen.
Nee, hier war ich noch nicht. Da drüben war ich drum, genau. Sieht alles irgendwie so gleich aus. Heiliges Wasser. Eine Splitterbombe. Aber ich habe da unten ja auch noch nicht alles eingesammelt. Kann man die vielleicht hier mit Bomben irgendwie? Aber ich will die ja nicht unbedingt auf mich aufmerksam machen, diese rollenden Dingsies hier. Ja, da habe ich ja einige verschossen aus Versehen. Hier geht's. Ja, doch, hier geht's weiter. Bäh. Geben aber auch komische Geräusche von sich. So. Jetzt bin ich aber hier einmal rum. Ich guck mal, wo ich hier hinkomme. Ah, jetzt bin ich aber. Da unten, wo der. Wo das dunkle Dings ist hier. Soll ich es jetzt doch nochmal probieren? Oder auch nicht. Ich sehe nichts. Oh Gott. Was? Verbrannt? Ich bin verbrannt? Bin ich jetzt da reingelaufen oder was? Oh nee. Okay. So, Leute, ich bin wieder unterwegs hier zu diesem dunklen Bereich. Ich habe mir jetzt hier Hilfe mitgenommen, weil mir das jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, zu doof war. Bin jetzt hier ein paar Mal gestorben. Echt die Lust verloren, hier das alleine zu machen. So, ich habe mir aber hier meine Barriere eingepackt. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. So, Pfeil, Pfeil, Pfeil. So, und jetzt haben wir hier Barriere. Und ich habe hier noch ein Feuerpapier eingepackt. Laufe aber mal hier raus, weil. Weil es ist mir da drin zu viel Feuer, ehrlich gesagt. Oh. Ups.
Wir haben einen kritischen Angriff hingebracht. Und ich sterbe schon wieder fast. Aber... aber wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Endlich, endlich, endlich. So. Ein Ibrunter Tara Seelenkern. Und wir haben die Mission abgeschlossen. Eine ziemlich doofe Mission, muss ich jetzt schon sagen. Weil hier in diesem Raum auch noch mit so vielen Feuern. Hier war doch noch irgendwo ein Gegner, der ist mittlerweile weg. Hier kann man gar nicht runter. Genau. So. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück und gucken mal, was das jetzt so gebracht hat. Eingefallen für den Schmied. Danke. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wertvoll Magatama für unsere Schmiede ist. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Das könnte ich dann alles vorbeibringen. Und ich habe hier alle möglichen Sachen. Ein Bronzehammer. Cool. Okay. Gut, dann haben wir auch diese Mission abgeschlossen. Hier geht es irgendwie weiter zur nächsten Region. Keine Ahnung, wie groß das Gebiet ist. Eine Zwielichtmission mit hohem Risiko haben wir auch noch und hohe Belohnung. Gegner sind stärker. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Ich wollte da nicht rein. Ich wollte nur gucken, was es ist. Ach nee. Mission Entferner Traum abschließen. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwas kaputt gemacht. Ach, was weiß ich. So, weiter zur nächsten Region. Und hier haben wir noch eine Nebenmission. Und hier haben wir auch noch eine Nebenmission. Okay, ich habe mich jetzt entschieden, hier noch eine Nebenmission zu machen. Und zwar die Suche. Das ist hier im Anfangsgebiet. Und wir werfen da mal einen Blick rein. Da gibt es jetzt nichts Tolles zu gewinnen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, zu holen. Also irgendwie nichts Außergewöhnliches. Aber wir gehen da trotzdem mal rein und schauen mal. Da hat uns wohl jemand eine seltsame Nachricht zugesteckt. Mal sehen. Sieht aus, als hätte jemand ein paar Worte mit einem Stein auf ein Blatt geschmiert. Wollen Freund suchen. Die Handschrift ist fürchterlich. Will uns ein Kind vielleicht nur einen Streich spielen? Nun ja, hier, nimm, du kommst schon dahinter, was das zu bedeuten hat. Ich glaube, wir müssen hier Kodamas suchen in der Mission. Wie gesagt, ich kenne mich ja mit Nioh 2 jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Die einen oder anderen Sachen habe ich natürlich, wie das Spiel rausgekommen ist, mir trotzdem angeguckt. Ah ja, genau. Und ich war beim Schmied. Ich habe mir jetzt ein anderes Aussehen hier verschafft. Ihr habt mir nämlich geschrieben, dass meine Ausrüstungslast viel zu groß wäre. Deswegen habe ich da einmal ein bisschen abgespeckt und dann habe ich meine Rüstung, die ich sonst so anhabe, mal umwandeln lassen, beziehungsweise ein anderes Aussehen verpasst, dass das ein bisschen netter ausschaut und nicht hier so Samurai-mäßig die ganze Zeit. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ah, genau. Ja, ja, okay, ich kann mich dunkel erinnern. Da unten müsste ein Tor sein, genau. Ach so, da war der Schrein ganz am Anfang draußen. Gut, jetzt reden wir hier mal mit unserem Kumpel. Ja,
Okay, wir suchen den Briefeschreiber. Aber ich meine, es geht hier um die Kodamas, die wir hier finden müssen. Genau, kommen wir hier nicht weiter, aber das Gebiet kennen wir ja zumindest. Genau. Sammeln wir hier mal was ein. Beinschienen. Ich habe sehr viel übrigens jetzt zwischenzeitlich hier am Schrein verkauft oder geopfert und auch beim Schmied einiges oder bei der Schmiedin einiges zerlegt. Weil ich ja so viel Krempel hier mit mir rumschleppe. Ach, hier kommt man jetzt nicht rauf. Okay. Und hier kommt man auch nicht weiter. Naja, gut. Dann müssen wir wohl in das Dorf. Ja. Genau. Auch wenn meine Rüstung in Anführungszeichen jetzt nicht so toll aussieht. Ja, ist der... Nicht zurück zum Schrein? Und er erzählt mir irgendwas. Ja, du, ich spreche deine Sprache nicht. Ich kann dir nicht sagen, was du da eigentlich willst oder wie ich dir helfen kann. Ach, hier ist schon wieder ein dunkles Gebiet. Genau, und man verändert da quasi nur das Aussehen der Rüstung, aber nicht die Eigenschaften. Also ich habe jetzt immer noch sowas an, was Gesundheit regeneriert. Oh, eine Kiste. Aber ich bin halt... oh Gott. Ich bin halt bei dem Schmied stundenlang unterwegs und ich glaube, da würde ich euch langweilen. Wenn ich das alles noch hier mit reinnehme, wenn ich meine ganzen Sachen hier zu Gold oder... Also Gold ist gut, Amrita oder Einzelteile hier auch noch auseinandernehme. Hallo? Ach nee, hier ist so eine Schlangenlady da unten. Oh nee, oh nee, oh nee. Da sterbe ich ja wieder. Ja, aber ich glaube, bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich da runter? Nun gut, nun gut, nun gut. Geh ich halt mal. Wo waren hier die Leiter? Da. Okay. Gut, gut, gut. Dann... Ich höre hier schon was hier rumbrüllen da hinten. Komm ich hier, kann ich hier die Kisten nicht kaputt machen? Und ich sehe nichts. Ah. Und ich werde beschossen. Super, super. Weniger. Habe ich auch eine Leiter? Ach, da komme ich nicht hoch. Okay. Ich glaube, ich werde aber wenn ich hier durch bin, dann... Ach, einer meiner Special Friends hier wieder. Diese einbeinigen Typen hier hasse ich, ja. Okay, zumindest den hier habe ich. Ist jetzt hier das Gebiet? Es ist immer noch dunkel. Habe ich das jetzt gereinigt? Weiß es nicht.
Nee, offensichtlich nicht. Also der war es nicht. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Oh nee, 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 nee. Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Schuhe der Schreindienerin. So. Und jetzt ist es immer noch nicht gereinigt hier, oder was? Ups. Oder? Nee, immer noch nicht. Oh, Gottes Willen. Wen muss ich denn dann bitte schön hier besiegen? Da unten liegt noch ein Item. Ich sehe ja auch nichts hier. Es ist ja alles irgendwie... Heiliges Wasser. Kann ich hier eigentlich das so reinigen, wenn ich hier keinen... Naja, doch, kann ich auch so reinigen. Okay. Gut, jetzt gehen wir mal hier hoch und irgendwie rollen wir ja das Gebiet von hinten auf jetzt hier. Ach, hier bin ich wieder draußen. Oh, hallo. Hallo. Was geben wir dir denn? Gegenstände. Was können wir dir denn Schönes geben? Das da? Weiß nicht. Gib mir dir mal das hier, so eine Damenmaske. Die werde ich sowieso nicht brauchen, glaube ich. Mal schauen, was ich dafür kriege. Naja, das war jetzt nicht so der Brüller hier. Ach, damit komme ich mit Pfeilen hier nicht rein. Genau, da war doch irgendwie was. So, und... Wen zum Henker muss ich jetzt hier besiegen, um dieses Gebiet zu reinigen? Komm. Na gut, jetzt laufe ich hier erstmal hier oben rum. Ich glaube, mein... Da ist noch so eine Schlangenlady da unten. Meine Schatz- und Kodama-Anzeige funktioniert, glaube ich, in diesem dunklen Gebiet nicht so wirklich. Oh, Kätzchen. Genau, dich nehme ich ja gleich mal mit. Später. Stein, die Stein.
Steinen oder Stein, keine Ahnung. So, ob man den mitnimmt. Ich habe so viele Steine mittlerweile. So. So, du willst auch noch irgendwas? Das sind alles so gute Sachen, die will ich natürlich nicht wegwerfen. Aber ich glaube, nur wenn man lilane Sachen wegwirft, kriegt man auch lila wieder. Des alten Weisen. Also ich glaube, ich sollte vielleicht das nächste Mal was Lilanes wegwerfen. Ach, und hier ist auch zu. Kommt man auch nicht hin. Okay, gut. Also wir müssen wahrscheinlich da runter. Was mir jetzt sehr unangenehm ist, weil na, wo ist sie jetzt hin? Dahin. Besiegt? Haben wir jetzt das Gebiet bereinigt endlich, oder was? Ach, sieht so aus. Oh. Und einen Seelenkern kriegen wir von ihr. Gut, und hier ist noch irgendwas. Oh. Okay, jetzt habe ich hier so ein lila eine Anzeige. Ach so, das ist der. Bist du das hier? Ich dachte, hätte ich so grüne. Ich weiß ja gar nicht, wie viel man von den Kodamas hier finden muss. Also hier gibt es irgendwie noch Loot. Da ist noch irgendeins hier drin. Oh mein Gott. What? Wir sind zu zweit. Das ist natürlich doof. Gott, oh Gott. So, und wo bist du hier noch? Ein Speer. So. Jetzt war aber hier immer noch irgendwie ein Kodama, oder? Der ist da draußen. Ah. Die heißen ja nicht Kodama. Sudama heißen die, glaube ich, oder? Komme ich da hin? Von hier aus nicht. Muss ich da von oben über die Dächer? Oder komme ich hier von hier aus hier hin? Ah, ich glaube, da muss ich von da oben. Moment. Komme ich da irgendwie... Von hier aus da? Von hier aus, genau.
Hallo. So, und ich habe ja gesagt, ich will dem was Lilanes geben. Jetzt schaue ich mal. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was ich da kriege. Ob ich da jetzt auch irgendwas von der Stufe kriege. Ein Knochenhaufen-Speer. Also zumindest haben wir eine lila Waffe gekriegt. Oh Gott. Gut. Oder nicht gut. Keine Ahnung. Ach, hier wäre ich doch da hinten rausgekommen. Ach Gott. Das ist aber auch alles so duster hier. Ich sehe hier fast nichts. So. Hat es hier noch irgendwie was? Nee. So, und jetzt falle ich noch schnell ins Wasser. Okay. Machen wir einen Shortcut auf. Habe ich jetzt eigentlich immer nur noch 4 Elixiere dabei? Ich weiß es gar nicht. Kommt mir irgendwie so vor. Weiß nicht, ob ich jetzt hier... Ah, nee, doch. Hm, komisch. Kam jetzt irgendwie so vor. Könnte ja sein, dass ich aus Versehen beim Wechseln meiner Rüstung irgendwie was ausgezogen habe, was mir mehr Elixierplätze verleiht. Oh, da ist noch einer. Noch einer. Na, irgendwie tolle Sachen habe ich bis jetzt nicht gefunden. Aber ich glaube, findet man hier auch nicht so wirklich in der Mission. Ist gut. Ah, habe ich den jetzt nicht getroffen? Ja. Da oben ist schon wieder so ein dunkles Gebiet. Das mache ich aber, glaube ich, erst, wenn ich hier am Schrein war. Mal hier eigentlich mit jemandem quatschen. Da war immer sonst einer zum Quatschen dabei. Ich habe ja dieses erste Gebiet noch 2-3 Mal durchsucht, weil gereinigt. Nur Reona. Giftschutz, Nahkampfschaden, Animaladen, Seelenkern, Bilanz und Ipondatara. Yokai-Fähigkeitsschaden und Anima-Bonus. Ich habe auch versucht, meine Waffe übrigens mit einem Seelenkern zu verbessern, aber hat irgendwie, also wollte ich, aber irgendwie gab es da keinen tollen Effekt, der mich überzeugt hätte, ehrlich gesagt.
Oh. Ach, und der war jetzt wieder nicht der, der hier dieses... Na, das ist ja irgendwie doof. Dass man nicht weiß, wen man hier erledigen muss, um... Oh, nee. Ja, kann ich das jetzt hier nicht aufheben, oder was? Wenn man hier erledigen muss, um dieses Gebiet zu reinigen, wenn da mehrere von diesen Yokais hier rumlaufen und du? So. Da hinten war doch noch einer, oder? Habe ich mich da jetzt vertan? Ach, da ist wieder... mein einbeiniger Freund drin. Zyklopen-Willi. Den will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich gehe erstmal so ein bisschen suchen hier. Ach so, sehe ich hier auf meiner Karte da, welcher der richtige ist? Doch hier der? Nee, oder? Hm. Komm, wir nehmen jetzt hier einen mit. Buddha, genau. Komm mal hier raus. Oh. Nein, jetzt bin ich hier gestorben. Ich glaube, ich bin. Ah. Mist. Gestorben. Nee. Daraus. Wieder leichte Orientierungsprobleme hier. Oh. Mist. Nicht ganz getroffen. So. Okay. Aber anscheinend den muss ich dann ja wohl hier, oder? Ah, ja, da. Oh nein! Hätte ich den mal geblockt? Mann. Keine Ahnung, wie viele... Amrita ich jetzt hier verloren habe. Mist, Mist, Mist. Das ist irgendwie... Kann einer das Spiel mal heller machen hier? Ja. So, kann ich an dem vorbeilaufen eigentlich? Überhaupt nichts, Leute. Wahrscheinlich könnte ich da hinten vorbeilaufen.
dreht er sich wahrscheinlich wieder um und kommt hier dann wieder entlang. So. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Wo bin ich denn hier? Es ist echt scheiße dunkel. So, habe ich den jetzt da runter? So, aber zumindest haben wir jetzt hier noch einen von denen hier. Hm. Oh mein Gott. Ich habe so viel Zeug. So, jetzt gib mir mal was Tolles. Yippie! Helm eines berittenen Bogenschützens. Okay. Okay. Gut, vielleicht nehme ich mir doch wieder jemanden mit hier. Ihr habt mir ja gesagt, man soll das tun. Die Leute freuen sich, weil sie dann irgendwie Zeug kriegen. Oh, ein Gaki-Seelenkern. Hm. Ah nee, jetzt kommt der hier auch noch angelaufen. Ah. Oh nein. Das ist ja so aggro. Ah. Mein Mann, Mann. Kompeng 1. Gut. Jupp. Drin will ich den eigentlich nicht bekämpfen hier. Ach, komm da nicht dran. Hat er so. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich sehe halt nix. Das ist so eng hier drin. Komm nicht mal hier raus. Hallo, können wir bitte hier raus? Nein! Güte, meine Güte, so. So. Mühsames Geschäft hier. Mühsames Geschäft. Wir nehmen wieder Hilfe mit. So.
Mein Gott! Wieso kann ich mich nicht heilen? So, ist jetzt der andere Typ gestorben oder was? So, Seelenkern. Ah ja, offensichtlich haben wir jetzt das Gebiet gereinigt hier. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Das ist schon wieder hier. Das ist schon nervig hier. Oh Gott. Ach du Da war auch noch eine, irgendwo eine Kiste, oder? Die ich... irgendwo gesehen habe dahinter, aber weiß jetzt nicht mehr wo. Hier irgendwie. So, Elixier kann ich gut brauchen. Genau, hier war doch eine Kiste. Muss ich aber nochmal zu dieser Schlangenlady, weil da war ja noch ein Kodama da oben auf der Brücke hier. Ich hab geblockt, Anscheinend kann man das nicht blocken, oder? Oder stelle ich mich nur zu doof? Na, komm nur hergerobbt hier. So. Oh Gott. Also, das sind irgendwelche blöden Gegner. Also, die Schlangenladies und hier diese einbeinigen, hüpfenden Zyklopen sind nicht wirklich so meine Favorites hier. So. Der war tot, oder? Ja. Okay. Weiter geht's. Weiter. Oh. Oh.
Ein deformierter Kieferknochen. Ich bin aber hier ganz schön mit Elixierverschwendung beschäftigt, ehrlich gesagt. Hier war ich schon. Ja, oder muss ich... Ist das jetzt hier der letzte... Kodama hier, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier... Ich glaube, wenn man diese... Diese Hörner trifft von denen. Dann. Oh, Mission abgeschlossen. Dann. Kann man die leichter staggern irgendwie. Also anscheinend haben wir jetzt alle Kodamas gefunden, die wir hier hätten finden sollen, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Deswegen, ja, mache ich hier wieder eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo ich dann, glaube ich, mal die Hauptmission wieder weitermache. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!